So Leute, herzlich willkommen zu diesem Video und zu diesem Deck-Profile. Heute mal ein anderes Deck, was ich schon lange zusammenstellen wollte. Und seitdem Dual Powers draußen ist, auch zusammen habe. Und dank Dual Powers gibt es auch eine Link-Variante von diesem Deck, was auch eben bei Trader Online mit Dirk und der Robert geöffnet haben, diesen Yu-Gi-Oh! Vanes Opening, irgendwie so was war das. Müsste man mal bei Trader Online Video gucken. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. So, viel darüber geredet. Dann fange ich jetzt mal mit dem Deckprofil an, und zwar den Aromas. Aromagisterin Yang Liang. Dann spiele ich drei Aromagister Jasmin. Aromagisterin Rosmarin. Aromagister Bergamotte. Dreimal Aroma Krug. Marshmallow ähnlich. Sage ich jetzt mal ähnlich. Bevor Kommentare kommen. Dann spiele ich die Empfängermonster Engelswurz oder Engelwurz. Die, so ich sage ich jetzt mal, die Handtrap dieses Decks. Dann spiele ich, um den schnelle den Linkmonster zurück rauszuholen, Raubpflanze, Rackwurz, Skorpion, zweimal sowie Lilienkobra. Nein, ich spiele in diesem Deck im Moment keine Polymerisation oder Fusion, solange es keine richtige Pflanzenfusionsmonster gibt. Und um auszudüngen, Einzelfeuerblüter. So, das waren die Monstern. Jetzt zu den Zauberkarten. Da spiele ich drei Aromagarten, zwei Landformen, eine Raigeki, einen Sündenbock und eine Wiedergeburt. So, und zu den Fallenkarten. Drei feuchte Winde, zwei trockene Winde, naja, wenn man erwachsen ist, doppeldeutig, fragt lieber die Eltern nicht, wenn ihr das nicht verstehen solltet. Und die ganzen Erwachsenen, ihr wisst, was ich damit meine. Dreimal feierlicher Schlag. Und eine ernste Warnung. Das war jetzt mein Main Deck. Zumindest den. Diesem Deck. Da spiele ich zum extra Deck. Spiele ich im Moment 14 Karten. Ja, ich kann auch eine. Erstmal am Ende des Videos. Drei Aroma Seraphie Jasmin. Wenn ihr den Effekte lesen wollt. Kleiner Tipp, Yu-Gi-Oh! Wiki oder per Google. Dann Linkoribo zweimal. Sicherheitsdrache. Firewall ähnlich. Dann Albtraum. Ancient. Cerberus. Und Phoenix. Dann spiele ich als Synchro-Monster. Passend zu dem Pflanzendeck. Black Rose Dragon. Und ihre eigene Synchro-Karte Aroma Seraphie Rosmarie. So, zu diesen jetzt noch mal gerade zurückzukommen. Ich spiele nur 14 Karten im Extra-Deck. Ich weiß, dass ich den Kaliber Lader und Kaliber Schwertdrache habe. Wenn ich damit auf Turnieren gehe, werde ich die auch reintun.
Und dann auch Karten entsprechend raus. Ich würde mich auf ein Abo freuen. Euer Shenlong 90.